Leute und herzlich willkommen zurück bei Bioshock. Und es geht gleich flott weiter mit zwei weiteren Tonbändern. Ja, ich weiß von der Abriegelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herrgott nochmal. Hey, die Abriegelung. Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. Die Abriegelung. War das Annie? Hört es sich zumindest so an. Und noch ein Tonband. Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was von Tim macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Ja, Andrew Ryan ist so ein richtiger Businessman irgendwie. Es läuft nicht so, wie er will. Wir machen einfach ein neues Gesetz oder hauen unsere fällt mir das Wort nicht ein. Unsere Konkurrenten einfach aus dem Feld, ja. Gott, mir fiel das Wort Konkurrent nicht ein. Oh mein Gott, das wird alt. So, Flammenwerfer, Dingsbums. Die Spritze, Junge. Noch mehr die Spritzen. Genbomb. Kampfzonecke wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Sicher nicht. Komme ich da gar nicht? Nein, geh nicht. Gut, dann bin ich hier umsonst reingelaufen anscheinend. Ich muss schon sagen, Rapture ist verdammt groß irgendwie. Ach, hier war ich schon, da war die Katze. Ja, das war wieder nur so ein optionaler Bereich hier, das Ganze. Arcadia Lens, war ich da schon? Ach, da war der Big Daddy. Lass mich doch mal gucken. Das heißt, hier weiter und diesen Bereich war schon. Machen wir das doch mal. Ich höre irgendwo eine Kamera. Gleich löse ich wieder den Alarm aus, ich sehe schon. Stickstoffgranate 22. Oh, Mammy, du siehst aus, als würdest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig und übel. Und manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Ach, dir ist nur etwas trübsinnig zumute, Mary. Das ist der Plasmid Blues. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten und eben dich versiehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, ein kluger Splicer ist ein glücklicher Splicer. Wow, es gibt im Radio schon Splicer-Werbung. Wie krass ist denn das? Splicen auf sie, noch heute! Und dann lebt der kleine Lenny Po! Zeit ein bisschen zu träumen, Mr. B. Ich wollte gerade sagen, die Little Sisters in Bioshock sind wie die Witches aus Left 4 Dead irgendwie. Wenn ihr euch nähert, habt ihr ein Problem. In diesem Fall den Big Daddy. Ich bin nur hier vorbei, ich bin nur auf der Durchreise, ich tue euch überhaupt nichts. Wer ist Atlas? Wer ist Atlas? Du wirst vielleicht einiges über mich hören, hier und da auf meinen Namen stoßen. Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich mich für Politik interessiert. Aber im Grunde ist das doch nur eine Ausrede, um andere Leute umzubringen. Ich bin damit fertig. Ich will nur noch eins. Endlich die Sonne wiedersehen. Was würdest du denn in der Sonne tun, hm, lieber Atlas? Atlas, unter Wasser ist doch alles viel, viel schöner. Du machst dir nie wieder Gedanken, über das Badewasser zu machen, zum Beispiel. Ach, das wird was zu Waffen herstellen. Ich hab keine Angst vor Misserfolgen, weil ich sowas gar nicht kenne. Komm ins Wasser, mein Sohn. Sprich lauter! Hä? Niemand da? Zap! Oh, du Armer. Jetzt hattest du so einen schönen Anzug, ja, und ich habe ihn ruiniert.
schon doof, ne? Lange Kiste habe ich schon. Gut. Sind wir schon wieder fast durch Arcadia, so wie es aussieht. Ach, jetzt bin ich hier. Wo war denn diese Tür da oben, bitte? Der Pfeil hier, der muss auch hier rüber führen. Angeblich. Hier doch vielleicht? War ich hier drin schon? Ah, so komme ich hier rüber. Das ist eine Mediklinik? Container hat versagt. Das will ich nicht. Ich werde es schaffen. Alles. Wie war das? Du wirst es schaffen? Das sieht aber anders aus, mein Sohn. Nein. Doch. Dann steh mal im Wasser. Du wirst deinen Besuch noch bereuen. Brauch keinen Besuch. Moment, wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Da komme ich nicht hin von hier. Was ich nicht erreichen kann, mache ich kaputt. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann jetzt direkt weiter zu Ryan. Was habt ihr alle gegen den armen Andrew Ryan? Er versucht nur seine Stadt lauffähig zu halten. Freie Fahrt. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann? Und sich tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Schon durch! Als ich den Tier in meinem Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. Andrew, jetzt sei doch nicht immer so böse die ganze Zeit, ja? Die meinst du auch noch gut. Ich könnte jetzt mal die Parkbänke erneuern, ja? Da wenn ich mich hinsetze, habe ich einen Splitter im Hintern. Was soll denn das? Hey! Mr. B! Als wir hier ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar, Bäume! Bäume! Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen und hielt sie für ungeheuer. Oh, Sammy, vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Sie wurde ganz hysterisch. Mama, Mama, was ist das? Keine Sorge, meine Tochter, es ist nur ein Deutschkurs. Bam-bam-tisch. Okay, der war böse. Aber ich muss es tun, es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh. Aber sind hübsche Bäume, definitiv. So, dann muss ich hier einfach durch, oder? Oh mein Gott, was ist das? Da stimmt doch was nicht. Jetzt hören wir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder sowas, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk mal drüber nach. Ah, deswegen haben wir Bäume. Ryans Frau in Arcadia ist eine alternde Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Immerhin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt. Das ist immer das, was ich nicht verstanden habe, wer Bösewicht, dass sie machen irgendwas, wie zum Beispiel die Atemluft hier unten zu verseuchen. Aber sie denken dann nicht so weit, dass ja sie eigentlich auch Atemluft benötigen, oder? Ich meine, was macht Andrew Ryan jetzt ohne Sauerstoff? Da hat er den Plan wahrscheinlich nicht ganz durchgedacht. Schätze ich zumindest. So, liebe Kamera, du gehörst zu mir. Ich finde das Licht cool von der Kamera. Definitiv stylisch. El Amo Bandito. Sind auch mal coole Automaten. Ah, das sieht ja cool aus. Um den Baum so ein Reagenzglas, beziehungsweise den Glaskasten hingestellt. Das ist cool.
warst doch nicht du, oder? Nein, Ryan. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Oh, wem erzähle ich das? Könntest du eine Rosa Gallica für mich finden? Such in der Grotte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Sammle ein Rosenmusterexemplar. Muss ich wieder dahin, wo ich schon mal war? Kann das sein, wo der Rosenbusch war? Das war unsere Heimat! Du bist ein Nichts! Ich bin kein Nichts, ich bin super toll. Na guck her. Batz! Ich kann es immer wieder sagen: Rohrzange, beste Waffe im Spiel. Du besudelst diesen Ort! Die suchen wir gleich ein. Jetzt komm du mal zurück. Was hat denn der hier eingerichtet? Oh. Das sieht ja lecker aus. So was, ich gehe am besten. Du spielst mit den Saturn-Jüngern? Was? Ich hab nicht mal einen Saturn. Wenigstens noch das Schnaps. Und noch mehr Schnaps. Kann ich da rein? Nee. Wenn er sich wenigstens ins Wasser stellen würde, ja. Dann gehe ich halt wieder. Ist doch egal. Saturnjünger. Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja. Sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Ja, Plasmide, Ambrosia ist alles dasselbe. Wir fressen Cracker in der Kirche, ja, und sagen, es sind Hustien. Oh. Bats, da helfen deine Zweige und Laub auch nichts gegen meine Rohrzange, ja? Meine Rohrzange forever. So, ich hoffe, jetzt ist mal wieder Ruhe. Ich will hier spazieren gehen in der frischen Luft, die ich schon fast nicht mehr atmen kann. So, ich folge jetzt da oben einfach mal dem Pfeil, sonst laufe ich wieder nicht. Er ist das Gift! Tötet ihn! Das Gift! Haltet das Gift! Vertretet den Parasiten! Aha, daneben. Doinks! So geht das, mein Freund. Parasiten, hä? Gibt dir gleich Parasiten. Körpertonika gesammelt. Sicherheitslücke. Das Sicherheitslückentonikum passt die Temperatur ihrer Epidermis dahingehend an, dass sie Sicherheitskameras und Geschütze verwirrt und ihre Reaktion entsprechend verzögert. Nee. Brauche ich nicht wirklich. Ja, da ist die Blume, die ich brauche. Und Kartoffelchips. Und ein Verbandskasten. Ja, wunderbar. Sammeln große Eins. Toxisch! Und alles verderbt! Alles! Mein Geschützer macht das unterbrochen. Wäre ich jetzt nicht in der Schussbahn gestanden, hätte es besser funktioniert. Definitiv. Gute Nachrichten! Da ist ein kleiner Junge drauf. Sister spinnt auch schon richtig. Er hat sie doch nicht mehr alle. So, wir haben die Rose. Das heißt, wir geben der Rose einfach mal dieser guten Doktorin. Na, Mr. B? Muss auch richtig lecker sein, hier ewig und ewig und ewig in diesem Taucheranzug rumzulaufen. Der stinkt bestimmt wie nasse Füße, hä? Hey. Ah. Hast du die Rosa Gallica? Na also, auf was wartest du? Auf eine Einladung in Schönschrift? Schick sie mit der Rohrpost rüber. Nimm mit einer Rohrpost immer. Neumo. Ja, sehr gut. Perfekt. Komm hoch in mein Büro. Ich lass dich jetzt rein.
Ich glaube, ich habe genau das, was wir brauchen, um dem Wald wieder neues, grünes Leben einzuhauchen. Ich will aber nicht zu dir hoch. Du bist eine komische alte Frau, die Rosen mag. Damit kann ich überhaupt nicht leben. Hacking-Experte ist das originale Hacksmart-Gentonikum, das den Alarm abschaltet und dabei hilft, Kurzschlüsse zu vermeiden. Dieses Plasmid aus der Hacksmart-Reihe ist ein absolutes Muss für jeden. Aber nicht genug Slots, das ist das Problem. So, am Tisch ist nix. Turmband. Gibt's an diesem verdammten Ort denn nichts, was diese Ungläubigen nicht stehlen? Ich hab die Sicherheitssysteme von diesem Laden gehackt. Die Geschütze werden dir nichts tun. Komm hoch, sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit schmücken sie ihre widerlichen kleinen Schreine, schätze ich. Diese kranken Idioten. Und gleich das nächste Turmband. Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja, sie trinken menschliches Blut. Wer sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen kann? Eine gewisse bescheuerte Pflanzenforscherin braucht 4 Jahre, bis sie den Trick raus hat, die Bäume im Pazifikraum zu entlauben, um die Japsen zu verjagen. Und jetzt sitze ich hier auf dem Grund des Atlantiks und versuche rauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam, das ist wie schwarz gebrannter Schnaps, multipliziert mit der Atombombe, multipliziert mit Eva und der Schlange. Mal sehen, was es ausrichten kann. Ich sehe schon, die gute Frau mag keinen gut gebrannten Schnaps, das ist ihr Problem. Gehen wir da mal hoch zu ihr, ich hoffe, sie ist nett. Wenn nicht, muss ich die gute alte Rohrzange benutzen. Howdy! Julie, wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Wow, der ist ja krass. Ich glaube, die gute Frau ist tot. Gib Gas. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt näher zum gegnerischen Tor kommen, schiebt Ryan es ein Stück weiter von uns weg. Ich suche ein Lenkfahrtsbüro und sie will uns damit irgendwas sagen. 9451. Können sie auch so angucken. 9451. Chemowerfer. Oh. Flammenwerfer, Napalm, Stickstoff und ionisches Gel. Interessant. Stillleben mit Pflanze. Ja, von wegen. Was war das jetzt? Falscher Code. 9451. 9. 5. 4. 1. Hä? 9451. 9451. 9 5 4 1. Bleibt andersrum. 9 4 5 1. 9 5 4 7 vielleicht? Nö, auch nicht. 9, 4, 5, 1. Keine Ahnung. Ich töte seit 25 Jahren Bäume. Seit der Zeit in Berkeley, damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Japsen ging. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich es geschafft, Becky. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere der alten Dame wieder zum Leben. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber, liebe Leute, ich würde mal sagen, nachdem ich jetzt nicht weiß, was ich hier eingeben soll. Vielleicht bin ich auch noch zu blöd. 4,
9, 4, 5, 1, das ging nicht. Aber das könnte noch ein 6er sein, oder? 9, 4, 6, 1 vielleicht? Das probiere ich jetzt noch. 9, 4, 6, 1. Nee. 9, 4, 5, 1. Nö, geht nicht. Gut, liebe Leute, dann sage ich jetzt mal schon mal stay tuned and so long. Bis zur nächsten Folge von Bioshock.